Was ist los, Alter, trunken wollt? Das ist nicht gut. Ich weiß auch gar nicht, brauchen wir noch irgendwas? Ich glaube nicht. Also ich glaube, wir können jetzt tatsächlich einfach quasi ins Haus reinmarschieren, nachdem wir die Piranha-Pudel außer Gefecht gesetzt haben. Ist auch geil, dass wir mal den Gemischwarenladen lassen, wir die ganze Zeit die Tür offen. Der Typ geht auch nicht hin und macht die nochmal zu oder so. Nö, der lässt das auch die ganze Zeit offen einfach. So, dann gehen wir nochmal zu dem Häuschen. Alles klar. Gut, dann machen wir. Gib Fleisch an tödliche Piranha-Pudel. Important notice. These dogs are not dead. They are only sleeping. No animals were harmed during the production of this game. So sieht's aus. Hier können wir uns die nur angucken. Können wir was mit dem machen? Vielleicht können wir die treten. Nein, okay. Wir öffnen die Tür und gehen ins Anwesen der Gouverneurin. Der einzigen Kandidatin zur neuen Gouverneursamt. Ich weiß gar nicht, kann man noch irgendwie Vasen nehmen oder so? Priceless Ming. Nimm die Vase. Ach, tatsächlich, kann ich nehmen. Ja, noch was mit Büchern. Ich bin mir halt nicht sicher, ob ich... Ich glaube, die Vase hätte ich nicht nehmen müssen. Ich meine, dass er die auch gleich einfach so genommen hätte. Aber... Okay, ich muss nicht rein. Nee, ich muss durch die Tür ganz links. Hier ist sonst auch nichts weiter, glaube ich. Großartig, nee. Okay. Ich will mir nur einmal kurz mein Menü anschauen. Da ist die Vase jetzt drin. Also es ist noch sehr überschaubar. Alles klar, wir gehen jetzt mal hier rein. Und hadern der Dinge. This looks like a job for Fester Shinetop. Better leave this here. Dann stellt er die wieder raus. Ich glaube ohne Scherz, dass er sonst die Vase mit reingenommen hätte und es weitergegangen wäre. Dass er genau das Umgekehrte gemacht hätte, wenn ich die nicht genommen hätte. Man kann ja ganz kurz mal kurz drauf wechseln, wie das im Original aussah. Da. Not the red button. Ja. Das ist ganz gut umgesetzt. Mir gefällt's. Es ist echt, es macht genauso viel Spaß wie damals. Auch mit neuem System, auch wenn alles ein bisschen anders ist. Es ist immer, es hat nichts von seinem Charme verloren. I can't move it. I can't move it. Ist auch so witzig, weil er alles selbst macht, gerade da unten. Okay, das funktioniert. Der Klammerenthefter auf den unheimlich gefährlich aussehenden Lama. I'll need this. Das Stilbuch, okay. They must be nuts. Heck! Gophers! Maulwurfmittel. Benutze Maulwurfmittel. Was ist denn ein Maulwurfmittel? So ein Nagermittel, aber Maulwurfmittel. Süß. Ein lustiges Männchen. It's beautiful. I can't open it. Uh-oh. Wenn ich das hier so spiele und so sehe, dann bekomme ich wirklich richtig Lust, wirklich mehr Point-and-Click-Adventures zu spielen. Gerade so eine Überlegung nach Monkey Island,
Mal die ganze Baphomets Fluchreihe, da gibt es nämlich auch einige, die richtig scheiße sind, die nämlich nicht mehr als Point-and-Click sind, so wie hier der vierte Teil. Okay, was fehlt mir jetzt? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Jetzt habe ich den eingeschläfert. Ich habe wirklich nicht aufgepasst. Was brauche ich jetzt, um das Idol zu kriegen? Sagt ihr mir das nochmal, wenn ich hier reingehen will? I still don't have a file. Eine Feile, okay. Alles klar. Eine Feile kann man noch höchstens von einem Knastbruder kriegen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Naja, die Feile kriegen wir da. Und ich bin tatsächlich sehr gespannt auf den vierten Teil von Monkey Island. Ich habe den damals mal angespielt. Den gab es sogar für die PlayStation 2. Und ich fand das so grottig auch für die damalige Zeit. Die Steuerung ist ganz schlimm. Ich fand die schon immer bei Grim Fandango nicht so toll. Aber selbst die war ein bisschen eingängiger als die von Monkey Island. Aber nun gut. Would you happen to have a file? You think I'd be in here if I did? All I have is this carrot cake my Aunt Tilly made. Ja, im Käsekuchen könnte niemals eine drin sein. Get rid of these rats. I can't stand carrot cake. Okay. Also wir haben wir nicht Maulwurfspray jetzt gerade bekommen oder sowas? Hier sind doch ganz viele Sachen. Da sind die Lippen. Untersuche Wachslippen. Das muss ich erstmal machen. Okay, aber hier haben wir dieses Maulwurfmittel. So. Gib Maulwurf-Heinio an Otis. Hey, this is my work on the rats. Thanks. Here's the cake. Okay, müssen wir den Kuchen jetzt essen oder müssen wir den einfach nur untersuchen? It's heavy. Wir müssen ihn tatsächlich benutzen, ne? Benutze Kuchen. Nein, müssen wir ihn öffnen? Ne, doch, da haben wir die Pfeile. Okay, wir haben eine Pfeile. Ach, das nervt mich jetzt, dass da... So, jetzt geht es. Gut, damit haben wir die Pfeile und damit... müssten wir doch auch an das Idol der... 580 Milliarden Gliedmaßen kommen. So. Das kann ich, glaube ich, die Vase wieder hätte mitnehmen können, jetzt zu spät. Zack, der Sheriff scheint sofort wieder wach zu sein. Sofort geht die Keilerei wieder los. Ich weiß gar nicht, kann man sich die Menüs jetzt auch machen? Das geht hier nicht. In der anderen Version, ich gehe nochmal kurz rein, kann man sehen, wie unten auch das Menü dann gleich wieder verschwindet und kleiner wird mit den Klamotten. Wenn man die Lippen benutzt und sowas. Na, egal. Zap, zarab, okay. Phew. That was a close one. At least I got the idol. Oh, ich hab das schon. But okay. I'm not done with you yet. Uh-oh. Thought you could get out of here with the idol of many hands, did you? Look, I can explain. Nur ein bisschen hat das geglaubt. So can I. You poisoned the governor's pet poodles. They're just sleeping. Broke into her house. The door was unlocked. Anne stole one of her most valuable pieces of art. No, you've got it all wrong. Oh, really? Well, let's hear your explanation. Als Ausländerin im Museum, die Piraten haben mich angestiftet. Ich sag, sie hat gesagt, ich könnte es haben. She said I could have it. Ta! What's going on here? I caught this hoodlum making off with your idol, Governor. He says you gave it to him. That's right, I did. What? You heard me, Fester. The real question is, how did he get in here while you were on guard? I... Oh, just go away, Fester. I can handle this. I'll deal with you later. Hmm. Sorry about him.
He's new. I'm Governor Marley. Governor Elaine Marley. Hmm. So, I gave you the idol, eh? Okay, machen wir mal. Uff, uff ist immer gut. Gosh. Relax, Mr. Threepwood. I know why you're here. Believe me, you're not the first who's tried. Although I have to admit, not many get as far as you have. Tja, dann, My lookout told me of your arrival. I've wanted to meet you ever since I heard your fascinating name. Tell me, Guybrush, why do you want to be a pirate? You don't look like one. Your face is too... sweet. Oh. Die Antwort wirklich. Himmelgipft, finde ich gut. I see. Well, you're obviously not in the mood for idle chit-chat, are you? I suppose you've got many more exciting things to do. I won't take up any more of your time, Mr. Threepwood. Ja, schön. Buckle. Ja. Murfenkiff. Drinkly? Selbst schuld. I really wish I knew how to talk to women. Gut, wir haben das Idol der 1000 Hände, warum es auch immer so heißt. Er sagt auch nichts. Du sollst es untersuchen. Er sagt tatsächlich gar nichts. Oder hätte ich so? Nö, nee, rechts, ne? Nö, nee, Linksklick. Egal, okay. Where do you think you're going, Throom Wade? Threepwood. Zisch ab, Fester. Fester. I think you need to cool off. Hand over your sword. Uh-oh. This is the end of the road, my little pantalooned pal. Your troublemaking days on Melee Island are over. My plans for the governor are far too important and much too near completion to risk letting a would-be pirate like you get in the way. So long, Mr. Spicecake or Droopface or whatever your name is. Ich glaube, den Namen wird er sich nicht mehr merken können. This might actually turn out to be a pretty good day. Tja, gut. Also wir haben gelernt, dass Guybrush 10 Minuten unter Wasser bleiben kann. Und hier sind alle möglichen Sachen, die er nehmen könnte, um... Nee, nicht gib. Nehmen. Er kommt aber nirgendwo dran. Alles ist zu weit weg. Vielleicht wird es einfacher, wenn wir vorher erstmal das Idol nehmen. Ja, das sieht doch einfach aus. Ey, da habe ich früher jahrelang dran gesessen. Okay, er nimmt sich ein neues Schwert mit. Darauf muss man erstmal kommen. Was ist das denn? Oh, ein Schiff ab. What was that? I'm so confused. Hey, what are you doing just standing around? The governor's been kidnapped. What? By whom? LeChuck's caught her on that ship that just sailed off. He caught her alone when she came down here to rescue you. I'm afraid we've seen the last of her. Tja. So where were you this whole time? Sleeping? Hey, I'm a lookout, not a bodyguard. Why don't you think we'll see her again? Ich habe gerade im Kopf, dass man... Irgendwie gibt es so eine Szene mit ihr eigentlich auf dem Steg. Das ist aber wahrscheinlich nur, wenn man erst das Idol holt, bevor man andere Prüfungen erledigt hat. Das haben wir jetzt leider verkackt in diesem Let's Play. Aber, ja, das ist nun mal. Wo haben sie diese Notiz eigentlich hinterlassen? Bei ihm, beim Speer? Oh, Governor. Why did you have to risk your life for me? Maybe you cared for me more than I thought. Na, von der einen Sekunde, in der ihr euch gesehen habt. Aber vielleicht was lieber auf dem ersten Blick. It's my fault the governor's in this mess, and I swear I'll get her out of it. Even if I have to sail to Monkey Island myself to get her.
Ja. Gehen wir erstmal zu den Hainos hier. Wir können ja jetzt das Idol abgeben. Geht auch nicht. Nimm schon mal die Krüge hier. Können wir nämlich gebrauchen, soweit ich weiß. Ein paar von. Dann haben wir hier noch so eine Heulsuse. Wo ich den anquatsche. Nehme ich auch noch die Krüge. Und den auch. So, okay. Dann reden wir mal kurz mit dem. Was ist los, alter Trunkenwolf? Das ist nicht gut. The governor is gone. LeChuck and his crew came and got her. They put her in the ghost ship and spirited her away. She was so good to me. Always conveniently losing those health board reports for a small consideration, of course. Das ist eine gute Gouverneurin. Ich war kaum bestechlich. What can I do to save her? You must get a ship and go after her. The Ghost Pirate's lair is on Monkey Island. Everybody knows that. Muss man da wohl hin? Ask me how. All you need to do is find a way there. Where can I get a ship? Why, it's Smiling Stan's used shipyard. Same as everybody else. Tell him I said. Ziemlich warm hier drin gerade. Okay, willst du mich begleiten? Alas, I cannot go to sea. An old war injury. I'm sure you understand. Okay, gut. Women drink. Get your own drink. Okay, das ist eine Einladung, die wir brauchen. Ich glaube, wir hätten auch so da reingekommen, aber ich wollte es trotzdem mal fragen. Weil, Ja. Bye now. Okay. Sagt er noch was? Nein. Um ein Schiff und eine Crew und Co. zu kriegen, müssen wir erstmal einmal kurz hier rein. Und wir müssen tatsächlich, ich scroll mal das alles nach unten hier, damit mich nichts anderes mehr stört, mache ich jetzt benutze Krug mit was. Alles klar. Und unten rechts bleibt der Krug, denn jetzt, den müssen wir ein bisschen beobachten. Der darf uns nicht wegschmelzen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir mit dem Krug wohin kommen, wo wir was Feines mitmachen können. Und zwar geh da weiter, untersuchen. Alles klar. Ich werde jetzt mal einmal schon mal Krug wechseln. Ich habe nämlich ein bisschen Angst, dass es nicht hält. Und zwar benutze Krug mit Krug. Hä? Benutze Krug. Was soll das? Dann, ach, das ist doch zum Kotzen. Warum hat das jetzt nicht geklappt? Warum hat benutze Krug... Du sollst es auch nicht nehmen, du sollst da hingehen. Warum hat benutze Krug mit Krug nicht geklappt? Das ist ja schon wieder der allerbeste Vorführeffekt jetzt hier. Unglaublich. Was soll ich denn sonst machen? Gib Krug an Krug. Ja, jetzt gibt es hier nämlich einen neuen, weil ich zu blöd war. Nimm Krug. Weil das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Benutze Krug mit Krug. Das muss doch gleich gehen. Ich versuch's gleich ein bisschen eher. Vielleicht einmal sogar hier drin. Die Krüge müssten eigentlich ausreichen. So, nochmal. Benutze Krug mit was? Kann er wohl schlecht Gipkrug an Krug machen, ne? So, guck mal, der löst sich jetzt schon wieder ein bisschen auf da oben. Wir machen es jetzt schon. Probier es jetzt schon aus, wenn ich hier vorstehe. Dann mache ich jetzt. Benutze Krug mit Krug. Okay, das geht. Ich muss den Schmelzen erst nehmen. Ich glaube, ich habe es gerade umgekehrt gemacht. Ich habe wieder so richtig dämlich. Okay, komm, das schaffen wir noch. Ein bisschen mehr schaffst du noch. Okay, dann gehen wir eine Nummer sicher jetzt gleich. So, machen wir nochmal so. Benutze
Oh, schmelzender Krug mit Krug. So, alles klar, das sollte reichen. Falls nicht noch irgendwas passiert. Dann machen wir nämlich jetzt benutze Krug mit Schloss. Alles klar, okay. Wir haben hoffentlich einen Crewmember gefunden. Yikes! Wow! And to think I used to drink that stuff. I'm free! Oh yeah, thanks. If there's anything I can ever do for you. Da gibt's was. Well, actually, there is something. I'm looking for brave people to join my crew and sail off to Monkey Island with me to rescue the governor. She's been abducted by the fearsome pirate LeChuck and is being held against her will somewhere in his secret hideout. I see. Well, Jess, LeChuck, you say? Well, Jess? Yes, of course. We must sail to Monkey Island and... Hey, look behind you! A three-headed monkey! Oh nein, Guybrush! Oh Gott, okay. I can't believe I fell for that. Ja gut, Otis, den haben wir dann scheinbar umsonst befreit. Der Trick ist nicht übel, den haben wir vorhin schon benutzt. Kann man die Zelle öffnen und reingehen? Ich weiß gerade nicht, ob da was drin ist. Öffne Zelle. I think it's welded shut now. Ja, macht er nicht. Okay, also ich weiß auf jeden Fall, ich weiß noch ganz genau, wer die anderen sind, die wir brauchen. Meanwhile, having just returned from Melee, LeChuck and his crew find their old hiding place in the underground rivers of Monkey Island. And drop anchor. Captain, sir, I just stopped by to congratulate you on your kidnapping mission. Das ist ja mal ein Kniff. Captain, are you all right? Das fand ich immer früher voll gruselig und eklig. Never felt better. And how fares our prisoner? Ah, yes, the prisoner. We had a little trouble. Trouble? No, nothing to worry about, sir. Everything's under control. She escaped a few times, but we've got her locked up in the brig. No one's getting in or out of there. For your sake, I hope not. With years of planning almost destroyed by my death, I'm not taking any chances now. You took care of Mr. Threepwood then? Guybrush Threepwood will not be a problem. Hast du eine Ahnung? At this very moment, he's 20 feet underwater. Probably bloated up like a fattened pig. His eyes being eaten by crabs. Mitnichten. Fish pecking at his fingers. Kind of makes you wish you were there to watch. Ah, yes, sir. Ugh. Sure does it that. Now, go check on the route. Make sure it's locked up tight. Aye, aye, Captain. Okay, gut. Das war soweit Otis rauszuholen. Ich weiß auf jeden Fall, wo wir andere Crewmitglieder bekommen. Und das werden wir jetzt machen.